Max, ein Vietnamkriegsveteran, fuhr mit dem Trolleybus nach Hause. Plötzlich fiel sein Blick auf ein asiatisch aussehendes Mädchen im Trolleybus und er erinnerte sich wieder an das Jahr 1996. Amerikanische Truppen bewegten sich nachts durch die Wälder, als plötzlich einer der Soldaten das Feuer eröffnete und seine Einheit dadurch entdeckt wurde. Sie wurden von vietnamesischen Soldaten umzingelt und begannen, auf sie zu schießen. Als sie sich zurückziehen, fällt Max in den Untergrund. Er merkt, dass er in einem vietnamesischen Tunnel gefangen ist und beginnt, seine Kameraden um Hilfe zu rufen. Als einer der vietnamesischen Soldaten bemerkt, dass er gefangen ist, kommt er auf ihn zu, um ihn zu töten. Glücklicherweise gelingt es seinem Freund, der seinen Hilferuf gehört hat, ihn herauszuziehen. Am nächsten Morgen ist die Gruppe in ein kleines Dorf eingedrungen. Max ist im Gegensatz zu seinen Kameraden unerfahren. Er gibt einem der Kinder ein Bonbon und dieses bietet ihm eine einheimische Frucht an. Als Brovny dies bemerkt, rät er ihm, die Frucht nicht zu essen, aber Max hört nicht auf ihn, da er glaubt, dass die Dorfbewohner keine Bedrohung für sie darstellen. In diesem Moment schießt ein Schütze hinter den Ästen auf sie und Brovny wird schwer verwundet. Max bemerkt, dass einer der Bauern eine Granate in ihre Richtung wirft, die er wie durch ein Wunder mit seinem Granatwerfer unter dem Lauf trifft. Bald darauf trifft ein amerikanischer Hubschrauber ein und holt Brovny ab, der viel Blut verloren hat. Sie kehren zum Stützpunkt zurück und beginnen, Alkohol zu trinken, um sich zu entspannen. Nur der Sergeant war schlecht gelaunt, als er erfuhr, dass sein enger Freund Brovny gestorben war. Am Abend wollen sie in die Stadt gehen und sich mit den Mädchen aus dem Bordell amüsieren. Aus unbekannten Gründen weigern sich die Wachen jedoch, sie gehen zu lassen, da es heute Abend zu gefährlich sei. Sie haben keine andere Wahl, als zurückzugehen. Der Sergeant stellt Yats vor, der Brovnys Platz eingenommen hat, und beginnt, den Plan für morgen zu erklären. Morgen sollen sie Tunnel mit Bunkern finden, die nicht auf der Karte eingezeichnet sind. Sie brechen eine Stunde früher auf, weil sie zum Spaß ein Mädchen aus einem vietnamesischen Dorf stehlen wollen. Im Morgengrauen betraten sie das Dorf und begannen, die Hütten nach den Mädchen zu durchsuchen. Als sie die schlafenden Schwestern fanden, hielten sie ihnen sofort den Mund zu, um sie am Schreien zu hindern. Die Einheimischen können ihre Stimmen noch hören, aber gegen das US-Militär können sie nichts ausrichten. Max ist der Einzige, der die Aktionen seiner Kameraden nicht verstehen kann, er ist sehr verwirrt. Als Max die Mutter sieht, die aus einer der Hütten kommt, um ihre Tochter zu suchen, hat er Mitleid mit ihr und entschuldigt sich im Namen seiner Kameraden. Die Mädchen werden gefesselt und gezwungen, mitzugehen. Max kann das Verhalten seiner Kameraden nicht verstehen, aber Hatcher beruhigt ihn mit den Worten, dass dies ein Krieg sei und dass solche Situationen im Krieg normal seien. Als sie eine Pause einlegen, fängt das Mädchen an zu husten und der Sergeant gibt ihr eine Aspirintablette. Max hat Mitleid mit dem Mädchen und bittet den Feldwebel, sie gehen zu lassen. Doch der Sergeant ist dagegen. Gefreiter Hatcher lässt das Mädchen seine Tasche tragen. Nach mehreren Stunden Fahrt halten sie an einer verlassenen Hütte. Das Mädchen ist sehr müde und hat sich zudem am Fuß verletzt, da sie barfuß war. Als Max dies bemerkt, beginnt er, ihre Wunde zu behandeln. Zunächst hat das Mädchen große Angst vor Max, beruhigt sich aber später, als es merkt, dass er anders ist als die anderen. Um den Fall nicht in die Länge zu ziehen, schlägt der Wachtmeister Max vor, sich als Erster mit dem Mädchen zu vergnügen. Doch Max lehnt ab, was den Wachtmeister wütend macht. Der Feldwebel und seine Kameraden versuchen, Max zu überreden, aber er bleibt standhaft. Als der Sergeant erkennt, dass er nicht umzustimmen ist, nimmt er den Fall zunächst selbst in die Hand und übergibt ihn dann an Diaz. Die Beschimpfungen setzten sich die ganze Nacht hindurch fort, ohne dass Max sich auch nur einmal zur Hütte umdrehte. Im Morgengrauen finden sie ihre Feinde am Fluss. Sergeant Hatjaman befiehlt Max, auf Erkundungstour zu gehen und Diaz, Verstärkung anzufordern. Hatcher will jedoch gegen die Vietnamesen kämpfen, also lässt er Max mit dem Mädchen zurück und geht zusammen mit Diaz zu seinen Kameraden. Max sieht, dass das Mädchen große Angst vor ihm hat und beginnt, sie zu beruhigen. Danach bietet er dem Mädchen etwas zu essen an, da sie seit Tagen nichts mehr gegessen hat und sehr hungrig war. Währenddessen wird der Wachtmeister wütend, als er erfährt, dass Hatcher Max mit dem Mädchen allein gelassen hat. Max will ihr helfen, nach Hause zu kommen, bevor seine Kameraden zurückkehren. Es gelingt ihm jedoch nicht, das Mädchen rechtzeitig nach Hause zu bringen, denn sie werden von Hatcher überholt. Sie kehren auf ihre Positionen zurück und warten auf den richtigen Moment, um anzugreifen. Der Sergeant bemerkt, dass das Mädchen ständig hustet und befiehlt Max, sie zu töten, da er befürchtet, dass die Feinde ihre Position entdecken könnten. Max hat jedoch nicht den Mut, zu einem solchen Extrem zu greifen. Der Sergeant gibt Diaz den Auftrag, das Mädchen zu töten.
Diaz nähert sich langsam mit einem Messer in der Hand und Max schießt in den Himmel und der Krieg beginnt. Max bleibt zurück, um der Truppe Deckung zu geben, während die anderen rennen, um sich in eine bequeme Position zu bringen. In diesem Getümmel sticht Clark dem Mädchen mehrmals in den Bauch. Bald trifft ein Militärboot ein, um der amerikanischen Truppe zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt steht das Mädchen, obwohl es schwer verwundet ist, auf und beginnt zu laufen. Max versucht, das Mädchen zu beschützen, aber der Sergeant hält ihn auf, woraufhin er und sein Trupp das Mädchen erschießen. Militärhubschrauber kommen den Amerikanern zu Hilfe und vernichten die Vietnamesen. Auf dem Militärstützpunkt kommt Max wieder zur Vernunft. Er wollte sofort über die Situation mit dem Mädchen berichten, aber Clark hielt ihn auf und schlug vor, die Sache zu vergessen. Aber Max will die Gerechtigkeit wiederherstellen und erzählt Leutnant Reilly, was dort passiert ist. Aber Reilly will sich nicht mit der Situation befassen, also schlägt er vor, dass er es sein lässt. Er sagt, es sei unmöglich, sich dem System zu widersetzen. Max beruhigt sich und denkt, dass er nicht wirklich eine Chance hatte, dem Mädchen zu helfen. Plötzlich gibt es eine Explosion und alle liegen am Boden. Es stellt sich heraus, dass es Sherry war, der auf die Mine getreten ist, und Max ist überrascht, dass sein Tod niemanden beunruhigt hat. Ihm wird klar, dass die Menschen um ihn herum in diesem Krieg zu Schurken geworden sind, und er beschließt, erneut zu versuchen, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Doch auch der Hauptmann unterstützt ihn nicht, da es unmöglich ist, die Situation zu bereinigen, und bittet ihn, einfach zu vergessen. Diese Geschichte könnte einen internationalen Skandal auslösen, was für sie ungünstig ist. Außerdem fordert der Kapitän ihn auf, selbst zu denken, denn selbst wenn sie im Gefängnis landen, können sie sich später an ihm rächen. Als der Sergeant merkt, dass Max nicht bereit ist, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, befiehlt er Clark, ihn zu töten. Als Max aus Versehen sein Feuerzeug fallen lässt, sieht er eine Granate auf dem Boden und schafft es, den Raum zu verlassen, bevor sie explodiert. Dann nimmt er wütend eine Schaufel und geht auf seinen Trupp zu. Er schlägt Clark ins Gesicht und wirft die Schaufel nach dem Sergeant, um ihm zu sagen, dass es keinen Grund gibt, ihn zu töten, da ihm niemand helfen will. In der Bar wird der betrunkene Max von einem Fremden angesprochen. Er sagt, er sei ein Priester und bittet ihn, sich zu öffnen. Max öffnet sich und der Priester hilft, den Fall publik zu machen. Bald darauf wird die Leiche des Mädchens gefunden und ein Kriegsgericht über die Täter beginnt. Diaz wird zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, Hatcher zu 15, Clark zu lebenslänglich und der Sergeant zu 10 Jahren. Als sie an Max vorbeikommen, wacht er auf und erinnert sich an die Worte des Kapteins über Rache. Als er wieder zu sich kommt, bemerkt er, dass das Mädchen ihr Taschentuch vergessen hat und rennt ihr hinterher. Er gesteht ihr, dass sie ihn an jemanden erinnert. An dieser Stelle endet der Film. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like zu setzen. Wir sehen uns bald wieder. Pass auf dich auf!